Willkommen zurück zur vierten Folge vom Hotelzimmer aus bei Train Fever. So, ich habe festgestellt, dass die letzten Folgen vom Ton ja gar nicht mal so schlecht waren. Deswegen können wir heute auch vielleicht 5 Minuten länger machen und wieder auf 15 Minuten aufstocken. Jetzt geht der Kühlschrank neben mir an. Das darf ich jetzt nicht dulden. Da muss ich kurz mal aufstehen und den Stecker rausziehen. So, dann müssen die Getränke mal heute mal kurz nicht. Die werden schon kalt bleiben, die nächste Stunde. Okay. Wir sind gestern hier bei unserem Kreuzungsbauwerk stehen geblieben. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, einen Tunnel zu bauen. Das ist vielleicht ein bisschen besser, denke ich jetzt mal. Deswegen reißen wir uns diese Brücke nochmal ab. So, weg damit. Und versuchen jetzt hier an dieser Stelle mit dem rechten Gleis also das hier wird erstmal nur damit ihr es wisst, das normale linke mit gehen wir jetzt mit dem hier ran. So, und mit dem hier geht es jetzt runter. Nicht hoch, sondern runter. Und zwar versuchen mit der 300 hier runter zu gehen. Ich sehe aber, das klappt schon wieder nicht so, wie ich mir es denke. Dann müssen wir noch mal kurz hier eine Kleinigkeit abreißen. Wir müssen hier versuchen, gerade runter zu gehen. Dann gehen wir hier noch ein Stück runter. Sehen wir mal mit dem Gefälle ein bisschen zu. Da wir eh bloß runterfahren, ist das eigentlich nicht so schlimm. Ja, darum hatte ich Angst eigentlich, dass es hier irgendwann mal. Kollidiert und wir jetzt eigentlich einen leichten Linksknick machen müssten. Ich habe hier einen leichten Knick drin, kann das sein? Ja. Dieser Stelle habe ich einen leichten Knick gemacht. Das habe ich jetzt genau gesehen. Weil hier kommen wir, jetzt kommen wir nicht ein bisschen weiter links. Jetzt sollte das eigentlich keine Probleme mehr machen. Na? Schön nach unten gehen. Immer schön nach unten gehen. Die 250 wird auch noch reichen. Scheiße. Ich habe aber wieder einen leichten Linksknick gemacht, was ja im Endeffekt egal ist. Das Wichtige ist ja, dass die Geschwindigkeit einigermaßen stimmt. So.
263. Mal sehen, wie schnell wir rauskommen können. Das ist eigentlich eine ordentliche Geschwindigkeit gewesen, denke ich mal. Dann versuchen wir jetzt hier ganz am Ende drauf zu gehen noch. Genau so. Und somit haben wir jetzt eigentlich ein relativ gutes Brückenbauwerk errichtet. Ja, ich denke mal, nur der soll ja eigentlich geregelt werden, der andere ist mir egal. So, und du gehst jetzt hier rüber. Und gehst dann hier mit ran an dieses Gleis. Und so hier. Einwandfrei. Hier machen wir jetzt trotzdem mal noch sowas rein. Das hat einen kleinen bisschen anderen Grund, ist aber erstmal egal. Denn ich weiß nicht, was ich mal genau machen will. Es kann sein, dass ich die Idee habe für noch einen weiteren Bau, den ich jetzt noch nicht ganz verraten werde. Aber da brauche ich auf jeden Fall, was habe ich denn hier mal gemacht? Da brauche ich auf jeden Fall hier noch ein zweites Gleis. Oh ne, was ist denn jetzt los? Oh, die mit ihrer scheiß Bahnübergängen. Nie funktioniert das. Das funktioniert eh nicht, ja. Dann machen wir es anders, Dann wird nur hier ein kleines Überholgleis eingebaut. Was jetzt aber nicht benutzt wird und deswegen, was ja der Güterzug dann mal nicht benutzen wird. Und deswegen bauen wir jetzt hier noch sowas rein. Und dann brauchen wir natürlich noch hier diesen Anschluss von dem Gleis auf das hier. So. Und damit haben wir jetzt die Strecke nach da oben eigentlich so gut wie fertig, ne? Weil hier hat man Odie. Das ist ja drinnen, genau. Dann werden wir mal hier noch ein Signal reinsetzen. Genau hier die Brücke. Hier mal noch eins, das falls sie runterfahren, dass die sich dann dort ein bisschen begegnen können. Und hier haben wir auch noch eins setzen, damit der ein bisschen vorfahren könnte, wenn er will. Wenn er den will, ne? Wenn er nicht will, kann ich es auch nicht ändern. So, hier unten habe ich gerade noch einen Bahnübergang gebaut, ne? Ah, die sind ja, komm mal, die sind ja beide noch nicht beschrankt. Eieiei, was ich da wieder angestellt habe. Okay, das passt jetzt aber auch. Dann hat die Stadt jetzt auch den Anschluss, ne? Hier muss ich mal kurz die Landnutzung anschauen. Da müssen wir vielleicht mal überlegen, ob wir es nicht sinnvoller wäre, den zusätzlich nochmal hier halten zu lassen. Mal da und einmal da. Dann erstellen wir mal eine neue Linie. Die geht von dort nach da und dort. Und die heißt Güter LKW Eberswalde. Güter LKW, weil wir noch eine neue Linie erstellen. Die geht von hier nach da
Die heißt Güteröl. Güteröl. E. Berswalde. Und dann erstellen wir noch eine neue Linie. Die geht von hier. Nee, warte mal. Das, ja, genau, doch. Bloß andersrum machen wir das. Und sagen, die geht von hier nach da. Das ist Güter Sonneberg. Dann erstellen wir noch eine neue Linie. Die geht von hier nach da. Und die heißt Güter an Stadt. Okay. Dann gucken wir uns den Spaß mal an, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir denke. Also hier fährt er schon mal runter, dann fährt er hier rüber. Genau, hier müssen wir noch was einfügen, und zwar Güter Arnstadt bekommt auf der Rückfahrt das noch dazu. Und auf der Hinfahrt passt jetzt aber noch irgendwas nicht. Oh, ich weiß auch, was da nicht passt. Es gibt irgendwie keine Möglichkeit, dass er rüberkommt. So, jetzt gucken wir nochmal. Oh, jetzt sieht es besser aus, würde ich sagen. Die anderen Linien funktionieren auch. Ja, der wird nur eine benutzen. Der braucht nur bloß eine Seite. Der wird nur ein Zug werden. Der fährt ja auch gut durch. Ich würde sagen, es ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, die Linien tun wir dann morgen in Betrieb nehmen. Die ganzen Züge draufsetzen. Bauen wir heute mal noch schnell hier Depot. Depot. Ein schönes Depot. Und zwar bauen wir hier das hin. Ich muss mal noch gucken, ob ich noch irgendwie ein Depot einfügen kann. Was Größeres. Weil so kann ich nur sagen, ich gehe jetzt halt mit dem Gleis auf das. Dann gehe ich hier rum. Mit dem gehe ich wieder auf das. Dann biege ich hier nochmal ab. Dann wird das hier das längste. Dem gehe ich so. Geh dann hier nochmal drauf. Hier nochmal drauf. Und setz das Ding hier ran. So. Andere Möglichkeit habe ich nicht. Und morgen geht's dann weiter, und da setzen wir dann die ganzen Fahrzeuge auf diese Linie. Also, bis morgen. Ciao.